Alfa Romeo baut und verkauft die Neuauflage eines legendären Sportwagens. Der neue Alfa Romeo 33 Stradale ist eine Hommage an das gleichnamige Coupé aus den 1960er Jahren. Leider wird er nur in 33 Exemplaren hoch individualisiert geliefert. Der in Handarbeit gefertigte neue Zweisitzer Alfa Romeo 33 Stradale soll an eine große erfolgreiche Historie erinnern und die Zukunft der Marke aufzeigen. Um einen Traum wahr werden zu lassen, sind eine große Portion Mut und eine Prise Verrücktheit nötig. Auf dieser Grundlage entwarf Alfa Romeo 1967 das Modell 33 Stradale, ein straßenzugelassener Zweisitzer mit der Technologie des Rennwagens Tipo 33. Die aus Aluminium gefertigte ultraflache Karosserie mit Flügeltüren und der hochdrehende Achtzylindermotor vereinten sich zu einem Supersportwagen, der mit seinem ikonischen Design heute als eines der schönsten Coupés aller Zeiten gilt. Jetzt hat das Design- und Ingenieursteam der italienischen Marke den neuen Alfa Romeo 33 Stradale entwickelt. Das zweisitzige Coupé soll das perfekte Zusammenspiel von Stil und Technologie verkörpern. Die Fahrzeugfront ist kraftvoll und muskulös. Der für Alfa Romeo charakteristische Kühlergrill, das Scudetto, wird eingerahmt von elliptischen Scheinwerfern. Die Flanken des neuen Alfa Romeo 33 Stradale weisen dynamische und schlanke Linien mit Flügeltüren und zwei großen seitlichen Lufteinlässen auf. Durch den mittig im Chassis positionierten Motor rückt das Cockpit nach vorne. Richtig ist allerdings auch, dass sie fast den alten Alfa Stradale noch einmal bauten. Allerdings wirkt das Heck etwas klobig. Die Innenausstattung zeichnet sich durch minimalistisches Design und hochwertige Materialien aus. Für den neuen Alfa Romeo stehen zwei technologisch komplett unterschiedliche Antriebsvarianten zur Wahl. In der Verbrennerversion kommt der in anderen Sportmodellen der Marke bewährte V6 Biturbo-Motor zum Einsatz, dessen Leistung auf 620 PS gesteigert wurde und die Hinterräder antreibt. Mit dem neu entwickelten rein elektrischen Antrieb beträgt die Systemleistung 720 PS, die auf alle vier Räder übertragen wird. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei beiden Versionen 333 Stundenkilometer. Innerhalb weniger Wochen waren bereits alle 33 Fahrzeuge zu einem Preis deutlich über 200.000 Euro verkauft.